Ah, oh, das ist gemeint, Usha, so. Ich hatte auch immer irgendjemand. Wer hat denn das immer gesagt? Irgendjemand hat immer China gesagt. Aber wer war denn das? Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich kannte mir jemanden, der hat immer China gesagt. Ein Lehrer. Ich überlege auch gerade, ob das entweder ein Lehrer war oder. Ich glaube, das war ein Kumpel, ja. Ich weiß noch nicht welcher. Seitdem ich BDO spiele, habe ich keine Freunde mehr. Alles vergessen. Ich spiele BDO schon zu lange. Sind BDO, habe ich Depression? Also Real Talk jetzt oder was? Da ich mit Stream von BDO angefangen habe, habe ich mich in eine ziemlich positive Richtung entwickelt. Glücklicherweise. Ob das nur BDO ist oder das Stream, weiß ich nicht. Aber. War beim Blackstar nicht mehr. Oh, wie viel Scheiß hast du jetzt auf deiner Pen, Blackstar? Wenn es tries. Oh, unlucky. Gehe. 52 tries? What? Yikes. 52 tries. Ich glaube, an dem Punkt würde ich aber auch überlegen, ob ich es kaufe, ne? 52 tries ist schon heftig. Ich hätte mal einer mit 200 Stack auf Ted. Also auf Ted habe ich damals auch gut gestruggelt. Da hatte ich ja 28 Tries. Dafür nur 7 Tries und dann war es Pen. Aber auf Ted habe ich auch gut gestruggelt damals. Pen war gefühlt schlimmer als. Ted war schlimmer als Pen bei mir. 52 Tries ist auch übel heftig. Wenn das der Ted habe ich One Tap von Man of Ted. Ja, und jetzt läuft sie da gar nicht mehr, ne? Scheiße. Machst du mit Backup oder mit deiner Main Blackstar? Ich hab da mit Backup Blackstar. Okay. Warte, was ist denn los mit mir? Blackstar. Ich glaube, ich muss. Warte mal, ich muss meinen Kaffee trinken. Moment, das geht hier so nicht. Der hat schon so viel Kohle da reingeballert, kannst du mal in Urlaub fahren. Denn das ist ein Bersi? Oh, wo grindet. Hä? Wo grindet der denn? Ich hab aufgehört zu zählen, sollte aber Richtung 20 Fels bei mir gehen. Ja, du bist aber auch unlucky, bei dir rechne ich immer mit höheren Sachen. Hab ein paar, die ich für Stack drück, okay. Also ich finde auch mein Duo Fallen Gott ging gut, ne? Also, meine Armor ging war ja auch One-Tap-Duo. Und der Helm war jetzt im 5. Try. Ist eigentlich okay. Ich meine, ich habe ja immer noch genug Mats rumliegen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich wieder neu herstellen muss. Mit der Gear fehlen. Und der G3 mit 150. Na gut, der Thorsten hatte das ja auch. Du hattest 1,5% Chance oder so, ne? Auf Reblas. Ne, was war denn das? Reblas-Pen? Das war auch funny.
Ich war nur Jedis, ja. Also, Flamme. Also, ich hatte ja 20 Stunden, 45 Ember und dann hatte ich Flammendrop. Aber ich gehe nochmal Muro weg und so, meine zweite Flamme. Ich will mir die anderen Spots jetzt auch noch angucken. Jedis war scheiße lucky, ja. Sehr gut, Lemon, sehr gut. Also, ich hatte mit. Also, ich habe meinen Agris dort immer verballert und mein Grind hier meine. Rote. Ich habe da meinen Agris immer verballert und wenn mein Agris leer war, bin ich auf Goldene gegangen. Ich hatte so nach 4 Stunden. 4 Stunden oder 5 Stunden? 900 Mille. Ich glaube, 4 Stunden immer. Aber ich war auch kacke lucky mit dem bunten Lichtstein. Hallo? Sag mal. Eclipse, Kack, Drecks, Bersi, was ist mit dir mit deiner Weihnachtsmütze? Zieht dir gleich vom Kopf. Ja, da komme ich gar nicht hinterher, ne? Du kannst gar nicht mithalten mit der Drakania. Ja, Mann, er spricht einfach durch und dem so, was soll ich tun? Send help, please. Also pro Stunde kann ich es dir gar nicht sagen. Guck mal, wie er hier einfach durchhüpft. Schon frech. Ja, ja, ich weiß, Thorsten, ich weiß, dass du da bist, meine ich. Naja. Ich grind einfach hinter ihm, weil... Die Mobs nämlich erst nachspawnen gerade. Gut, zwar haben wir alles durcheinander, aber... Naja. Also so an sich war schon nice. Ich hatte, wie gesagt, in den 20 Stunden 7 Wächterinnen. Ich hatte jetzt ganz zum Schluss hatte ich dann ein Witch-Token. Und ich hatte halt 3 bunte Lichtsteine. Mann, du... Komischer Eclipse-Kack-Bärsi. Was ist das mit dir? Der hat doch die ganze Zeit da hinten gegrindet. Was tut er denn jetzt bei mir? So schnell kann ich meine Skills nicht rausholen. So schnell kann ich meine Skills nicht hier rausholen. Ich schaff das! Ich kann never mit dem Percy mithalten. Das ist schon gut, das geht sich raus. Der kann ja zu langsam, um gegen Percy zu grinden. Das ist ban. Die braucht zu lange, um zu ziehen, ey. Scheißdreck. Kannst du auf, dass deine Monster-Tastatur kaputt gehen. Ich kann nur hoffen, dass ihm der Spaß hier vergehen und der einfach abhauen. Ich glaube nicht, dass ihm der Spaß vergeht. Bessie ist ja super chill, Schwefelmine, oder? Naja, ist eh gerade Cooldown. Soll er mal vorrennen. So bekomme ich meinen blauen Schwefel nie, du. Weißt du was? Ich mache jetzt das, was jeder andere auch immer macht. Alter, ist echt heftig schnell, ne?
glaube, einen Bersi habe ich auch noch nicht erstellt, ey. Aber ich habe Bersi einmal gespielt auf bei der Arena damals, die wir hatten. Ja, dann greift man da lang. Und da hat er mir irgendwie nicht so gefallen. Weiß nicht. Berso mit so einem absoluten Bruch. Aber der soll ja jetzt einen Nerf bekommen, glaube ich, ne? Also der ist schon heftig, so. Nicht? Ich habe halt von Berserk keine Ahnung, nur aber so wie ich das mitgekriegt habe, soll ja dann irgendwie ein Nerf kommen. Da dachte der Bär, ich bin dumm, warum? Mal gucken, wer hier länger durchhält. Weil jetzt hat er auch mit mir die Richtung gewechselt, ne? Ja, du, dann wechsle ich halt wieder die Richtung, ist mir auch egal. Wenn das heute seine Lebensaufgabe ist, bitteschön. Mir ist das doch scheißegal. Ich bin hier nur mit Schwefel. Ach, we're looking into it. Okay. Also ist noch gar nicht bestätigt. Ja, scheiße. Der Clips wäre jetzt Spaß, wa? Der hat richtig Bock, mich abzufacken. Am Frühmorgen. Wahrscheinlich klappt das immer gut mit den nur noch 15 Spielern. Wo er das sonst immer macht. Das hoffe ich auch. Ich hoffe, er bekommt einen Krampf im Bein. So ein Ding ist das. Ich wünsche dir Krämpfe. Das klingt auch so super falsch. Danke. Solange ich mehr als 50% Schaden mache an den Mobs, ist es ja wurscht, ob er die hittet oder nicht. Season Server immer wieder geil. Hat's heute drüber gehabt, aber es sollte nicht so schlimm sein. Okay. Also, wo soll denn die Anpassung passieren? Im PvE oder PvP-Bereich? Oder wo, sagen wir anders, wo gucken sie denn? Wünsche mir, dass ihm beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen. Okay. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass hier Schwefel so kacke droppt, ne? Dieser blaue Schwefel. Das kann nicht wahr sein. Wie lange soll ich denn Schwefelmine sein, bis ich 6 Stück zusammen habe? Bist du Level 6 mit Drakania? Hier unten? Alter, wie lange soll ich denn da grinden? Mein Bunny-mäßig sollte ja so ein bisschen was bei rumkommen, wa?
66. Stell mal vor, ey. Ich meine, ich mache hier bestimmt noch meinen. Ich bin ja noch gar nicht 61 mit der, ne? Doch, das hätte ich schon geschafft. Upsi. Naja, ich muss hier eh grinden. Egal. Brauche den Tuvala Shit noch für ein bisschen Schmuck. Ich glaube, mir fehlt da auch nur noch Schmuck, ne? Ja. Ich sag ja, der Bärse hat richtig Bock hier. Ich hoffe, Lemon ist schon eingeschlafen, ja. Ich würde super gerne Krieg erklären, ne? Aber das Schlaueste ist so die andere Geschichte. Ich kann nicht mit der Drakane überhaupt gar kein PvP. Vermutlich macht er mich mehr als anders. Sonst wächst du ihn wieder auf. Ach, der kriegt das nicht mit. Der pennt ja öfter mal in meinem Stream ein, irgendwie. Oh. Ja, jetzt klau mir doch mal mein Avoir, oder? Money. Agi. Richtige Stressbagger morgen. Naja, so lernt man auch das Grind. Da gab bestimmt nur Skillpunkte für den einen Move. Der macht das die ganze Zeit, ne? Aber ich meine, es funktioniert ja auch. Er kommt ja super schnell hier durch, auch mit dem Skill. Ich weiß nicht mal, was das für ein Skill ist, den er da benutzt. Aber, ja. Erstmal ein Schild rausgeholt. Skill gedutscht. Das kann ich ja gar nicht gebrauchen gerade. Ich hasse das, wenn die mich hier so rausprügeln aus dem Skill. Nachdem der dann endlich mal 5 Jahre lang gebraucht hat, bis er dann gezogen wurde. Wird er dann noch einfach noch gekillt. Mhm.
Das übertreiben mit Kriegen, keinen Krieg machen. No. Frech. Frech. Ich glaube, der hat aber echt nur diesen einen Skill geskillt. So geht's nicht weiter. Die sind doch relativ schnell wieder bei euch draußen, oder? Die Krieger. Weil mit Chestnut ist ja vieles auch einfach nur so Fun. Ach, der Perma war. Okay. Aber ja, gut, der geht das schon immer die ganze Zeit Arscher. Komm, dann kommt trotzdem Permawars rein. Oder dann erst recht. Keine Ahnung, ich habe ja auf Arscher noch nie einen War reinbekommen. Steht und von Frauen beleidigt wird. Naja. Ich meine, ne? Der kleine Chestnut, der hat ja auch ein ganz schön großes Mundwerk. Vor allem, wenn er gesoffen hat. Das ist, ja. Ich meine, dafür liebe ich ihn ja, ne? Keine Frage. Was natürlich, ja. Schwierig denn. Pam 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 pam. Ja, natürlich. Ach, solange du damit klarkommst, wenn du in der Gilde bist, doch alles chillig, ey. Ja, wer das eine will, muss das andere mögen, sagt man immer, ne? Und ich habe hier doch irgendeinen Skill, der mein Leben heilt. Ich weiß noch nicht, welcher das ist. Bei Schiff Q habe ich nicht benutzt. Immer wenn sie am Drohnen, dass sie den Geldnetter anschreiben. Ja, das glaube ich. Aber mir hat man da ungefähr genauso viel Erfolg. Fühle ich.
sei denn, jemand macht halt so Trash-Talk oder so, ne? Dann wäre ich ein bisschen anders, aber ansonsten. Teleport. Wow. Komm. Man müsste jetzt nicht stören, wenn er hier den Afuaro stehen lässt. Der Bessie denkt sich wahrscheinlich so, Mann, jetzt fuck ich die schon eine halbe Stunde ab und die geht immer noch nicht weg. Was denn das für eine? Ja, ich bin gechillt heute. Ich muss gechillt bleiben, damit ich bei Uno später alles geben kann. Nee. Season Server muss doch ruhig bleiben. Oh, wo ist denn mein Drache jetzt hingeflogen? Ich glaube auch, der grind nicht wirklich Kart oder so, weil der lässt immer die Verschlinger und Tuka lässt er stehen. Der Fuarus nimmt ja auch nicht mit, also keine Ahnung, was der hier macht. Vielleicht macht er seine Weekly. Möglich.